Herzlich willkommen auf meinem Mutti-Gutti-Channel. Ich bin so Lisa und heute ein Infovideo. Es geht um den Torch E. Und viele haben vielleicht schon gemerkt, was ist hier los, was ist da los? Wieso kommt dieses hübsche, interessante Fahrvideo nicht, was du die ganze Zeit angekündigt hast? Ja, Leute, ihr merkt schon an der Kamera, wenig Zeit. Folgendes Problem. Ich war draußen, ich habe es auch über Facebook gepostet. Ich habe auch ein Video gemacht, aber ich bin sehr unzufrieden mit dem Video und deswegen habe ich das auch nicht online gestellt, weil es nicht so, weil es nicht so perfekt war, wie ich gedacht habe, sondern weil viele Fails in diesem Video vorgekommen sind, wie zum Beispiel das Wichtigste von allen, ich habe die Lipo-Weiche zu Hause vergessen, somit konnte ich nicht 4 und 6S fahren, was eigentlich der hauptsächliche Grund war, wieso ich mit dem Auto rausgegangen bin. Und ja, ich habe die Lipo-Weiche zu Hause vergessen, habe aber alles andere mitgenommen und das hat mich einfach so gefrustet. Das merkt man auch im Video und das zweite ist, dass dann noch im Video, ja ihr seht, ich habe hier schon einen Radmitnehmer, dass hier der bei 3S der Mitnehmer abgefallen ist. Warum ist der Mitnehmer abgefallen? Und zwar, weil dieser kleine Stift hier verloren gegangen ist bei 3S. Und das ist ja dieser kleine silberne Stift, der hier das Teil festhält. So, und ja, ich glaube, es hat schon mal einer das erwähnt in dem Video, dass man da was rummachen soll, Schrumpfschlau etc. Ich habe das aber nicht richtig verstanden, weil wohl falsch ausgedrückt etc. Und ja, auf jeden Fall war die Fahrt sehr schnell zu Ende. Ich hole mal kurz den Wagen. Ja, aber das gute Stück ist noch tipptopp in Ordnung. Sieht immer noch aus wie neu, nur leichter Dreck. Wie ihr seht, die Fahrt war nicht sehr lange. Die Fahrt war aber sehr geil. Hat mir ziemlich viel gezeigt. Ich konnte einige Schrauben wieder nachziehen, festziehen etc., die sich gelockert haben. Ich weiß Bescheid mit dem Gearloop, dass ich das wegmachen muss, weil es doch leicht Dreck anzieht. Ja, das Brushless-System funktioniert wunderbar mit 2 und 3S. Die Geschwindigkeiten habe ich auch gemessen, sind nicht sehr atemberaubend, aber sehenswert vielleicht. Ja, und hier fehlt halt eben... Oh, die Karre ist riesig. Hier fällt halt eben jetzt der Reifen, wie ihr seht. Und ich habe den auch noch. Ja, ihr könnt jetzt an dieser Stelle stoppen und unten in die Videobeschreibung klicken. Oder hier für alle Leute, die am PC sind, die können jetzt hier klicken. Dann kommt ihr zu dem Video. Oder für die Leute mit Handy, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu dem Video, was ich gemacht habe. Es ist nicht öffentlich und wird es auch nicht werden, weil ich sehr unzufrieden bin, wie gesagt. Und ja, wenn ihr das geguckt habt und jetzt wieder eingeschaltet habt zu dem Video, dann wisst ihr jetzt Bescheid, dass ich mit dem Sturz, der hier so V-förmig geht, sehr unzufrieden war. Das habe ich aber auch erst draußen gesehen aus der Entfernung. Ich hatte mich auf die Einstellung verlassen. Ich hatte den Schraubenzieher, hier diesen Schlüssel nicht mit, wo man das hier so einstellen kann. Habe ich völlig vergessen. Das werde ich heute einstellen für mich. Es geht aber heute um dieses Radmitnehmerproblem. So, und dafür habe ich jetzt einen Trick. Viele sagen Schrumpfschlau, viele sagen Kabelbinder. Ich habe eine viel geilere Idee. Und deswegen drehe ich das Video eigentlich, um euch zu informieren, was abgeht. Es wird ein neues Fahrvideo kommen. Ich werde mir mit dem neuen Fahrvideo mehr Zeit lassen. Es soll richtig geil werden. Deswegen fragt nicht immer jeden zweiten Tag oder so, wo das Video bleibt, sondern dieses Video wird so geil. Es wird einfach so pornös geil. Und deswegen will ich mir da ein bisschen Zeit lassen. Ja. Wir kommen jetzt zu dem Mitnehmertrick. Und zwar, wie gesagt, viele würden jetzt sagen Schrumpfschlauch, viele würden sagen Kabelbinder. Ich zoome euch mal ran. Ich sage was viel Geileres. Ich sage, ihr geht in den Baumarkt und holt euch was, was richtig billig ist. Weil Schrumpfschlauch kostet Geld. Wissen wir alle. So ein Streifen hier, ungefähr so, mal 5 Stück, irgendwie so 5, 6 Euro. Habe ich vorhin im Baumarkt gesehen. Und mir ist eine viel geilere Idee gekommen. Ich habe mir gedacht, Schrumpfschlauch ist zwar eine coole Idee, kann man machen. Aber ich habe eine viel bessere Idee gefunden. Und meine Idee ist gedacht, weil ein Kabelbinder hier rum, könnte ja eine Unwucht entstehen. Dann wird der andere sagen, ja, dann machst du noch einen Kabelbinder rum auf die andere Seite, dann ist die Unwucht weg. Nein, es geht einfach darum, dass ein Kabelbinder, erstens kann der sich verdrehen etc. bei den Geschwindigkeiten und zweitens kann immer eine Unwucht entstehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Schellen ebenso etc. bla bla. So, ich habe eine viel geilere Idee. Und zwar bin ich in den Baumarkt gefahren und habe PVC-Schlauch geholt. Nochmal rauszoomen. Das ist das Stück hier. 1 Meter 16 Durchmesser, also 16er Größe, 2 mm stark, kostet der Meter 2 Euro bei Bauhaus. 2,20 Euro oder so. Ne? Lasst es 2,20 Euro sein. Auf jeden Fall 2 Euro.
Das ist richtig billig und ihr seht, wie viel wir hier haben. So, und ich habe jetzt schon hier so eine Gummistücke vorbereitet. So, und ich zeige euch jetzt, was ich damit vorhabe. Ihr nehmt also diese Gummistücke, schneidet euch die perfekt aus und ich finde, das ist, glaube ich, die beste Idee, die es gibt. Dann setzt ihr diese Gummistücke, ich gebe euch den Tipp, ich habe den Radmitnehmer mitgenommen im Baumarkt und habe getestet, ob er hier gerade so drauf passt. Er muss ein bisschen schwierig drauf gehen, damit das Ganze auch hält. Dann habe ich das wie hier jetzt gemacht. Ihr seht das, hier ist der Schlauch schon drauf. Ich gucke mal, ob ich das noch näher rankriege. Da könnt ihr das sehen, da ist der Schlauch über die Mutter gezogen, so dass wir noch Platz haben für den Stift. So, jetzt kommt der Stift da durch, zack, ans Auto. Dann schiebt ihr den Schlauch einfach hier rüber, zack, zack, der geht über die Stifte. Dann kommt der Reifen drauf, der Reifen drückt ganz leicht. Der Reifen drückt ganz leicht noch an dieses Gummistück. Und das Gummistück kommt gegen das Plastik und schützt noch gleichzeitig das Kugellager vor Dreckeinflüsse. Wie geil ist diese Idee bitte? Diese Idee ist wirklich super geil. Und wir hatten lange im Teamspeak überlegt, wie wir das machen. Und ja, dann haut Stefan raus, nimm doch einfach einen Schlauch. Und ich so, ja genau, eigentlich die Idee. Ne? So, ich werde das jetzt mal zeigen. Wir werden jetzt mal einen zusammen anbauen. Weil wir sehen hier, das Kugellager ist noch sauber. Schön blitzblank. Und wir nehmen jetzt den Schlauch, den PVC-Schlauch, setzen jetzt hier, weil das Problem ist, die Mahnschraube habe ich so angedonnert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Was ist los hier? Passt der nicht? Doch, passt. So, zack, zack, richtig raus hier. Wo ist die Öffnung? Da ist die Öffnung, Stift durch. So, Stift schön gleichmäßig und jetzt den Schlauch einfach rüber drücken. Zack, zack. Zack. Wir sehen, der Schlauch sitzt richtig perfekt hier drüber. Wir können das sehen. Und jetzt kommt natürlich die Felge hier rüber und drückt so ganz leicht den Schlauch an den Plastikmitnehmer. Und ihr seht das. Das ist ein perfekter Schutz, gleichzeitig auch noch fürs Kugellager. Könnt ihr das sehen? Da kommt kein Dreck mehr dran. So, und der Schlauch, wenn er jetzt leicht bremsen sollte auf das Plastik, dann ist das nicht schlimm, weil der Schlauch gibt nach. Nach einer gewissen Geschwindigkeit wird er wohl Abrieb kriegen. Aber das Coole an der ganzen Geschichte ist, wir haben hier keine Unwucht, weil der Schlauch gleichmäßig geschnitten ist. Und wir behalten den Stift. Das heißt, nie wieder diesen kleinen Miststift verlieren. Und darum ging es mir bei den ganzen. So, ich habe auch Schraubensicherung genommen. Wie gesagt, hat überhaupt nichts gebracht. Und dann ist er mir bei 3S aber abgehauen. Das war echt schon demütigend. Ja, das ist für alle Leute, die hier so eine langen Mitnehmer haben, vielleicht die Idee, dass vielleicht für die Leute, die genau das gleiche Problem haben, die Idee. Und ja, kann ich nur empfehlen. Ich habe es noch nicht getestet. Das wird jetzt im nächsten Fahrvideo, wird das der Test sein. Ich werde jetzt hier die Mahnschraube auch nochmal wieder reinjagen und richtig andonnern. Richtig andonnern ist gut. Ich weiß gar nicht wie, ohne Zange. Muss mal kurz mit einer Zange das festhalten. Gleich wieder da. Richtig angedonnert ist es. Ja, und den Stift werde ich nie wieder verlieren. Das werde ich jetzt bei allen vielen machen. Aber ich wollte es euch halt eben bei dem ersten hier zeigen. Und somit, ja, guck mal, die Felge passt perfekt dran. Ich hole mal kurz die Mutter. Da kommt gleich noch ein Tipp für die Mutter. Hier haben wir die Mutter. Die kommt jetzt hier drauf. Und jetzt gebe ich euch noch einen Tipp, wenn euer Radschlüssel, den ihr aus dem Verbrennerbereich, ja, ist ein bisschen staubig hier von dem Platz da, gebe ich euch einen Tipp, jeder Knallkasten hat hier so eine Art Verlängerungsstück. Kann man auch im Baumarkt kaufen, hier, die beiden Kombinationen, zusammen, Nuss drauf, 17er Nuss kann man dann immer hier hinten drauf packen, und dann kann man das Ganze platzsparend mitnehmen, dann abziehen, reinstecken und der Abstand von der 17er Nuss passt genau perfekt, dass man den als Radschlüssel hier benutzen kann. Ja, ist halt eben für die Reifen perfekt gedacht, weil die Seben Racing Reifen ziemlich weit nach innen gehen und so könnt ihr sehr gut die Mutter mit anziehen, anstatt mit einer Zange etc. oder so. So, jetzt haben wir das montiert und wie wir sehen, da schleift nichts und das Geile ist, der Spiel ist trotzdem noch da. Der Spiel ist echt heftig. Aber ist ein bisschen minimiert worden, als hier drüben. Und hier. Ja. Sieht aber ganz gut aus. Ja. Und jetzt, ja, ich kann euch das leider nicht zeigen. Da ist jetzt der Gummiring. Ja.
Und der schützt uns hoffentlich davor, dass das nicht mehr rausfällt. Ja, das kleine Update und die Information, was dann mit dem Video ist, wisst ihr jetzt. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist das Video drin. Ich habe mal, glaube ich, alles deaktiviert, weil es ist einfach ein Fail. Ich bin sehr unzufrieden mit dem Video selber, deswegen wollte ich es nicht online stellen und ja, es war einfach, hat mich einfach selber gestört. Ne? Jetzt aber noch kurz ein paar Zusatzinfos. Und zwar, der Kiosho, den ich damals von C-Freak bekommen habe, wir hatten ja getauscht, ich habe ja mein Carson gegen den Kiosho mit ihm getauscht. Ja, den Kiosho habe ich fertig gekriegt. Nach so langer Zeit habe ich mich mal rangesetzt. Er hat neue Reifen von mir bekommen. Und den Motor. Servo ist auch schon eingebaut. Und ich habe hier den, welcher Motor ist das? Das ist dieser SMT-Motor, der 18er, nee 15er, den ich damals für den Sandmaster geholt habe, den habe ich hier reingesetzt. Und ich musste ein bisschen Modifikation vornehmen an der Bodenplatte. Musste ich ausschneiden, damit der Seilzug passt. Aber jetzt sitzt der Motor drinne, alles perfekt. Und ja, wenn das passt, gehen wir bald mit dem auf Probefahrt und gucken mal, ob der fährt. Die Federung ist ja auf jeden Fall ganz korrekt, Kiosho-like. Und ja, der ist auch fertig. Das heißt, mit dem werden wir auch bald rausgehen. Das ist wie gesagt der Kiosho DBX 2.0. Mit dem werden wir bald mal auf Strecke gehen. Ich guck mal, wann ich Zeit habe, etc. Schön mal wieder mit einem Nitro. Hoffentlich funktioniert das, so wie ich das mir gedacht habe, weil die Motorbefestigung wieder richtig Kiosho-like ist, mit drei Schrauben, so eine richtige schwachsinnige Sache. Und wenn sich da eine Schraube löst, ist das Plastikzahnrad hinne und dann war es das auch schon wieder. Ja, mal gucken. Dann noch eine Neuigkeit. Nicht nur der Kiosho ist fertig, sondern auch der Happy Bullet ist wieder straßentauglich. Und zwar ist mir hinten die Brücke gebrochen. Die haben wir hier. Und ja, ich hatte ja schon mal angekündigt in einem Video, dass ich die machen möchte. Die ist hier gebrochen, wie wir sehen können, da wo die Klebestreifen ist. Den habe ich nur gemacht als Schablone. Und das Ganze, wie ihr seht, federt hier wieder. Das heißt, ich habe es aus Carbon angefertigt. Und ja, das passt sehr gut, das Carbon-Teil. Ist ziemlich dünn, aber ich hoffe, dadurch hält er wieder. Und somit ist auch wieder der HPI Bullet am Start. Der funktioniert auch wieder. Ja, ich brauchte mal ein bisschen Zeit für mich. Die habe ich mir auch genommen und habe jetzt mal so langsam so Stück für Stück die Autos für mich wieder zusammengebastelt. Und ja, wenn ich mal so Zeit für mich habe, dann nehme ich mir die jetzt auch einfach. Und ich kann nicht jedes Mal eine Kamera rauspacken, weil ich finde, meine Videos sollen an der Qualität nicht abnehmen. Und ja, dann hatten sich noch ein paar Leute beschwert wegen dem Intro, wegen dem TT01 Intro. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das Intro geht nur für das TT01 Modell und nicht für meinen Channel. Falls das manche nicht bemerkt haben, ist das nur so ein Experiment gewesen. Ich experimentiere meistens gerne rum und ja, wenn ich meine, ich müsste das machen, dann mache ich das. Und ja, wenn ihr es nicht mögt, könnt ihr vorspulen, ne? Ja. Gut, das dazu. Wie gesagt, jetzt wisst ihr Bescheid, was mit dem Torch passiert ist. Das war halt eben nicht so schön, halt nicht so perfekt und ihr kennt diese Videos zu Genüge von meinem Channel, aber das war einfach der größte Fail, die Weiche vergessen, dann zerfällt der Wagen bei 3S und der Sturz ist völlig falsch eingestellt. Ich habe das erst da gesehen und ach, der Tag war einfach gelaufen, der Sonntag war einfach gelaufen und man hat ja einfach nur sonntags Zeit, richtig Zeit, um mal fahren zu gehen und das hat mich einfach tierisch da aufgeregt und deswegen war das Video meiner Meinung nach auch nicht mehr. Es ist einfach nicht wert, online zu stellen. Ja. Gut, das war's zur Info. Das, wie gesagt, drei Autos wieder am Start. Wieder mal mehr dazu. Und ja, der Torch E, ich hoffe, das mit dem Trick hat euch gefallen. Ich bin's, Euer Laser. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss.